Kirill, Anja, guten Tag. Nach Ihnen suche ich gerade. Guten Tag, Maria Vladimirovna. Was ist los? Wissen Sie es noch nicht? Sie haben den Wettbewerb gewonnen. Das heißt, machen Sie sich für Ihr Praktikum in Deutschland bereit. Ich gratuliere. Mein Gott, das ist ja großartig. Ich kann es kaum glauben. Danke, Maria Vladimirovna, dass Sie uns Bescheid gegeben haben. Hey, gute Arbeit. Ich bin so froh und stolz auf Sie. Ich träume schon seit langem von diesem Praktikum. Das macht sich gut in unsere Projektmappe und für die Diplomarbeit wird es auch nützlich sein. Ja, da hast du recht. Somit haben wir uns die Mühe nicht umsonst gemacht. Ich kann es kaum erwarten, mich in einem anderen Land zu beweisen. Warten Sie, wie soll es dann mit dem Projekt weitergehen? Wenn wir nicht mehr da sind, wer wird sich damit beschäftigen? Ich habe schon darüber nachgedacht. Es gibt begabte Studentinnen und Studenten im ersten Studienjahr, denen Ihr Projekt sehr gefallen hat. Und könnten Sie uns mit diesen Studenten bekannt machen? Wir bringen sie auf den neuesten Stand. Wir schaffen das noch, die Neuen einzuarbeiten. Davon profitieren alle. Die Projektarbeit wird fortgesetzt und die Studienanfänger können praktische Erfahrungen sammeln. Gut. Dann sehe ich Sie morgen in der zweiten Unterrichtsstunde. Wenn möglich, nehmen Sie bitte ein Tablet mit, um den Studenten ein paar Videos zu zeigen. Und lassen Sie auch Egor kommen. Wo ist er eigentlich? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Melden Sie sich bitte bei ihm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Ich erwarte Sie dann morgen vollzählig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kirill, schreib Egor bitte. Vielleicht kommt er dann. Gut, ich versuche es. Bis morgen. Wir sehen uns. Liebe Studenten, ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Heute kommen die Studenten des vierten Studienjahres zu uns. Cool, da bin ich ja gespannt. Wow, toll, wir haben so viele Fragen. Maria Vladimirovna, dürfen wir reinkommen? Guten Tag, ja, kommen Sie rein. Guten Tag. Egor, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Darf ich Ihnen Anja, Kirill und Egor vorstellen? Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass Anja und Kirill vor kurzem den Media-Projekte-Wettbewerb gewonnen haben und mit einem Praktikum in Deutschland belohnt wurden. Herzlichen Glückwunsch! Wow, Wahnsinn! Könnt ihr uns bitte erzählen, wie ihr das geschafft habt? Ja, hallo alle zusammen. Wir sind eigentlich hierher gekommen, um euch mit unserem Projekt bekannt zu machen. Also, wir haben vor einem Jahr mit dem Projekt begonnen. Wir entwickeln unseren eigenen Videokanal, für den wir Lernvideos drehen und dann hochladen. So fällt es uns leichter, Deutsch zu lernen und vielleicht helfen wir damit auch anderen. Wir haben zwar keine Millionen Follower, aber genug, um die Bestätigung zu bekommen, dass unsere Bemühungen nützlich sind. Und es hat sich herausgestellt, dass wir selber dann des Projekts einen angenehmen Bonus bekommen haben. Und wie haben Sie Ihre Praktikumsstellen gewonnen? Wir haben einen Medienprojektwettbewerb entdeckt und gemerkt, dass unser Kanal dem erforderlichen Format und den Bedingungen entspricht. Dann haben wir extra für den Wettbewerb ein Video aufgenommen und schließlich einen Begleitbrief geschrieben. Und habt ihr den Begleitbrief selbst auf Deutsch verfasst? Ja, klar. Wieso? Na, wie habt ihr es denn geschafft, so schnell in der Fremdsprache voranzukommen? Oh, es war eines genialer Einfall. Ein guter Freund von uns hatte große Probleme mit Deutsch. Wir wollten ihm helfen und dafür haben wir beschlossen, unter uns ausschließlich Deutsch zu sprechen. Und jetzt müssen wir bald los und dann kommt die Diplomarbeit und nun ja. Um es kurz zu fassen, wir haben keine Zeit mehr für den Kanal. Aber ihn komplett aufzugeben, das fänden wir sehr schade. Und so haben wir gedacht, vielleicht möchte jemand von euch die Arbeit an dem Projekt fortsetzen. Wir könnten vor der Abreise noch alles Nötige erklären und zeigen. Igor bleibt in Moskau und kann euch vermutlich helfen.
Nein, kann ich nicht. Na, da heute der Tag der Neuigkeiten ist, habe ich auch eine zu verkünden. Ich habe es mir lange überlegt und beschlossen, zu meinen Verwandten nach Deutschland zu fahren und dort an meiner Diplomarbeit weiterzuarbeiten. Das Projekt hat mir sehr geholfen, an mich selbst zu glauben. Mann, oh Mann, oh Mann. Unglaublich. Herr Gore, das ist eine sehr gute Nachricht. Wir freuen uns für Sie. Ich denke, Sie kriegen es schon hin, Ihre Erfahrungen an die anderen weiterzugeben. Von meiner Seite aus kann ich Ihnen meine Unterstützung zusichern. Wer hat Interesse daran, als Nachfolger die Projektarbeit fortzusetzen? Super, dann lasst uns heute nach dem Unterricht treffen und alles besprechen. Dann abgemacht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was war das denn gerade? Ist das dein Ernst? Gehst du wirklich weg? Ja, warum denn nicht? Ich habe Verwandtschaft in Berlin und habe es mit ihnen schon vereinbart. Zudem wird es dort gerade in dieser Zeit ein sehr renommiertes Festival der modernen Künste geben. Und ich werde es aufnehmen. Und Ramina ist zufällig auch gerade dort. Und ihr gesellt euch dann auch noch dazu. Unsere Gruppe scheint unzertrennlich zu sein. Es würde mich nicht wundern, wenn wir uns ganz zufällig in, sagen wir, Zimbabwe treffen würden. Ja, sogar in Afrika. Läufst du uns nicht weg? Ach, ich bin so froh, Kirill. Der Unterricht ist bald zu Ende und wir müssen alles mit den Neulingen besprechen. Komm, lass uns das vorbereiten. Ja, geht. Ich schließe mich heute dann vielleicht etwas später an. Okay. Glossar zum Video. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. Мы предоставим им самую актуальную информацию. Machen Sie sich bereit. Готовьтесь. Das ist ja großartig. Это же грандиозно, великолепно. In der Fremdsprache vorankommen. Делать успехи в изучении иностранного языка. Erfahrungen an die Neulingen weitergeben. Передать новичкам опыт. Nach Ihnen suche ich gerade. Я как раз вас ищу. Ist das dein Ernst? Ты серьезно? Es wird sicher nützlich sein. Это наверняка будет полезно. Jemanden in eine Sache einführen. Jemandem Einblick in etwas geben. Ввести в курс дела. Du läufst uns nicht weg. Тебе от нас никуда не деться. Lassen Sie bitte Igor kommen. Позовите, пожалуйста, Егора. Davon profitieren alle. От этого выиграют все. Kaum zu glauben. Я поверить не могу. Ich erwarte Sie morgen vollzählig. Я жду вас завтра в полном составе. Die Bestätigung bekommen. Получить подтверждение. Jemandem Bescheid geben. Сообщить кому-то. Sich Mühe machen. Sich Mühe geben. Стараться. Ich bin stolz auf Sie. Я вами горжусь. Melden Sie sich bitte bei ihm. Свяжитесь с ним. Ich versuche es.
Я постараюсь. Я попробую. Alles Nötige. Все необходимое. Den Bedingungen entsprechen. Соответствовать условиям. Es hat sich herausgestellt. Оказалось. Die Arbeit fortsetzen. Продолжить работу. Wie soll es weitergehen? Что же будет дальше?